Das ZTE Axon 7 Mini ist da und deswegen vergleichen wir es in diesem Video mal mit dem Huawei P9 Lite. Haben auch erste Testergebnisse, was Prozessor-Benchmarks und Akkulaufzeit betrifft, weil beide sprechen, glaube ich, wirklich dieselbe Zielgruppe an. Beide sind nämlich vom Display her mit 5,2 Zoll identisch und vor allen Dingen beide auch dieselben UVPs, Preisempfehlung 299 Euro. Wobei das P9 Lite ist ja schon seit Mai im Markt, das liegt jetzt auf dem Straßenpreis bei etwa 240 Euro. Da ist natürlich jetzt 279 Euro zum Start noch ein bisschen, aber trotzdem, es ist, glaube ich, wie gesagt, dieselbe Zielgruppe. Zumal beide auch ja so ein bisschen mit dieser goldenen Optik hier so recht gleich aussehen und auch von der Haptik her gut 154 statt 146 Gramm, weil hier haben wir so Aluminium-Unibody-Gehäuse. Hier ist die Rückseite Kunststoff, aber der Rahmen ist aus Metall, deswegen also beides fühlt sich recht wertig an. Und 71 mm Breite, 73 mm Breite, da erreicht der Daumen auf jeden Fall noch das gegenüberliegende Ende, also auch Bedienbarkeit mit einer Hand, soweit identisch. Beide haben auch auf der Rückseite hier den Fingerabdrucksensor, von daher also wirklich selbe Liga. Ja, trotzdem, auch wenn das Display gleich groß ist, gibt es da einen gewaltigen Unterschied. Auch die Auflösung identisch, 1080 x 1920 Pixel. Dementsprechend natürlich dann auch dieselbe Pixeldichte. Da reden wir über 278 Pixel pro Quadratmillimeter. Das ist 5% über dem Durchschnitt, also kein neuer Rekordwert, aber okay. Trotzdem, man sieht das, glaube ich, auch schon jetzt hier mit diesem weißen Hintergrund recht gut. Andere Erscheinung, ganz einfach deswegen, weil das Axon ist ein AMOLED mit Diamond Matrix und hier IPS Dual Domain beim Huawei. Das heißt, hier leuchten die Pixel selbst, sagenhafte Kontraste. Hier ist die Helligkeit ein bisschen größer, weil wird halt von hinten illuminiert. Sieht man ja hier jetzt auch sehr schön. Das heißt, hier reden wir über 349 Candela pro Quadratmeter, 12% unterm Durchschnitt für OLEDs, 450 Candela, 7% unterm Durchschnitt für LCDs, aber trotzdem 450, 349, man sieht das schon. Darf man sich aber trotzdem nicht von ins Boxhorn jagen lassen, weil die Blickwinkel, also Kontraste, hatte ich ja schon gesagt, sind bei AMOLED unerreicht und auch die Blickwinkelstabilität, versucht das jetzt hier mal so einigermaßen hinzukriegen. Da kann man das jetzt, glaube ich, ganz gut sehen, wie dann beim Huawei früher oder später halt sich die Farben und die Kontraste dann doch signifikant verändern, während hier vorne beim ZTE immer noch alles Erstklasse. Hier wird es dann irgendwo, aber aus so einem Winkel guckt ja auch eigentlich niemand. Will einfach nur sagen, also nicht nur immer auf die Zahlen, auf die nackten Zahlen, auf die reinen Werte achten, so ein bisschen eben halt auch auf die Qualität insgesamt. Und da würde ich mal sagen, hat AMOLED einfach auch durchaus Vorteile, zumal hier IPS, wie gesagt, 7% unter Durchschnitt für LCD, auch nicht das hellste. Also von daher wäre das jetzt kein Pluspunkt für mich an dieser Stelle. Auch was die Prozessoren betrifft, gibt es da keinen großartigen Unterschied, weil ich habe zwar einen Snapdragon 617 statt einen Kirin 650 drin, aber beide haben 8 Kerne. Dann 1,5, 1,2 GHz, 2,0, 1,7. Allerdings wieder ein komplett anderes Grafikmodul, Adreno 405, Mali T830. Beide 3 GB Arbeitsspeicher und damit in der Gesamtwertung mehr als 50 verschiedene Werte, die ich da nehme, aus 15 verschiedenen Benchmarks. Da liegt hier das ZTE dann am Ende 23% unterm Durchschnitt, Rang 61. Das Huawei P9 Lite aktuell jetzt 12% unterm Durchschnitt, Rang 52, also auch nicht viel besser. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis, selbst über den Straßenpreis, man nimmt 7% über dem Durchschnitt, 4% unter dem Durchschnitt. Also das tut sich absolut nichts. Und in der alltäglichen Benutzung, wir können ja hier mal eine App öffnen. Na gut, das mache ich jetzt das erste Mal. Machen wir also das Ganze nochmal. App öffnen. Naja, ein bisschen schneller ist hier das Huawei. Okay, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob das jetzt kriegsentscheidend ist. Und hier auch vom Scrollen her und so weiter. Also ich glaube nicht, dass das irgendjemand merkt. Und wer, sage ich mal, wirklich viele PS braucht, wird mit beiden sowieso nicht über die Runden kommen. Das ist eher was für Otto-Normalnutzer. Wie gesagt, mit Preis her ist das ja auch schon Mittelklasse, untere Mittelklasse eigentlich. Dann haben beide natürlich LTE, allerdings das Axon 7 mit 300 Megabit pro Sekunde nominal statt 150, muss man mal gucken, was hat das Netz am Standort, unterstützt das überhaupt mein Vertrag, aber trotzdem, faktisch wollte ich darauf hingewiesen haben, dann haben beide Dual Cell HSPA, beide NFC und beide kein Wireless LAN N im 5 GHz Band und dementsprechend auch beide kein Wireless LAN AC.
Dann haben wir hier die, sag ich mal, klassische Micro-USB-Buchse, während hier drüben beim ZTE, das ist halt Mai schon verfügbar. Jetzt ist eben halt USB-Typ C, fast schon Standard, kann man sagen, bei neuen Entscheidungen. Heißt also, sind nicht kompatibel. Dafür kann man hier halt den Stecker in beiden Richtungen drüber einsetzen und beide 6.01 von Android. Also das wird mit 6.01 ausgeliefert. Hier läuft gerade das Update auf 6.01. Also auch das nicht wirklich ein Unterschied, zumal ja beide sowieso so, naja, stark angepasst, also wenig mit dem nativen Android jetzt zu tun haben von der Nutzeroberfläche her. Also auch das nicht wirklich von der Bedienung her, einfach Geschmackssache, wie auch das Gehäuse selbst. Ihr seht das ja, es ist hier so ein bisschen kantig, während das hier so rund ist. Glatter Rücken, abgerundeter Rücken. Deswegen von der Haptik, nein, das will ich jetzt nicht. Wir bleiben schön eingeschaltet. So, das heißt, es ist ein bisschen was anderes von Haptik und Optik, aber das ist natürlich einfach Geschmackssache. Mir liegt das ein bisschen besser in der Hand eigentlich, aber wie gesagt, das sieht halt dafür vielleicht bei manchen ein bisschen edler aus. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es gibt noch ein paar entscheidende Unterschiede. Und der erste ist, glaube ich, auch schon offensichtlich hier, Stereo-Frontlautsprecher. Während beim Huawei, das sieht immer nur so aus, rein für die Optik, aber einer ist halt blind, beim anderen kommt halt was raus. Das heißt hier Mono und vor allen Dingen halt auch nach unten abstrahlend. Das heißt, wenn man ein Video, beispielsweise YouTube-Video guckt oder sowas, dann ist halt hier der Klang primär nach rechts abgehend, während hier so im Querformat muss man natürlich ein bisschen unten halten möglichst, also nicht so die Finger drauf. Dann hat man hier schön Stereo genau ins Gesicht. Also wer sowas häufiger mal macht, ist natürlich dann vielleicht Stereo-Frontlautsprecher möglicherweise ein Argument. Dann kommt es jetzt, Trommelwirbel, zum Thema Batterie, Akkulaufzeit. Da reden wir ja schließlich hier über 2705 mAh statt 3000 mAh. Und beide haben ja, wie gesagt, hier selbe Displayauflösung. Beides fest verbaut, weil auch hier, da kann man den Akkudeckel nicht abnehmen, hier sowieso nicht, Aluminiumrücken. Von daher kann man das auch nicht mal eben schnell wechseln. Ja, und jetzt zu den Testergebnissen. Das Axon 7 404 Minuten, das Huawei P9 Lite 418. Also das ist wirklich kein Unterschied. 19% unter Durchschnitt, 16% unter Durchschnitt, also beide relativ schwach. Bedeutet für Intensivnutzer definitiv Finger weg. Selbst Otto Normalnutzer muss gucken, ob er über den Tag kommt, sollte halt beispielsweise nicht so wie ich jetzt hier Displaybeleuchtung auf Maximum, sondern auf jeden Fall vielleicht Automatik oder ein bisschen runterregeln. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen als Otto Normalnutzer. Wem ich es wirklich sorgenfrei empfehlen kann, ist halt Geringnutzer, wenig Nutzer. Das dürfte wahrscheinlich auch die primäre Zielgruppe sein, die halt ein bisschen was nett aussehendes haben wollen. Jetzt nicht so ganz billig irgendwie, aber trotzdem jetzt auch keine 500 oder gar 1000 Euro dafür ausgeben mögen. Wie gesagt, Straßenpreise 2,79, 2,39. Ist jetzt aber auch kein Schnäppchen, nicht so ein Aldi 79 Euro Ding oder sowas. Von daher hätte ich gerade bei der Batterie, bei der Akkulaufzeit schon ein bisschen mehr erwartet. Also das ist bei beiden die Achillesferse, muss man sagen. Damit kommen wir dann zur Kamera, wobei da kann ich jetzt noch keine Testergebnisse nennen für das Axon 7 Mini. Deswegen will ich jetzt hier auch nur die reinen Daten mal vergleichen. Hier 15,9, sagen wir 16 Megapixel, 13 Megapixel. Beide haben keinen optischen Bildstabilisator, beide Videos in Full HD. Hier haben wir einen Blendenwert von f1,9, hier f2,0, jetzt auch nicht so entscheidend. Auf der Front 7,7 Megapixel, 8 Megapixel. Allerdings Videos hier nur in 720p, hier immerhin Full HD. Also hier Videos auf der Front kann man, naja, zur Not mit leben, aber nicht wirklich, machen nicht wirklich Spaß. Dafür ist hier f2,0 ein bisschen mehr, also die Blende öffnet sich etwas weiter, hier f2,2 etwas weniger Licht durch. Ja, also beides ist halt, sag ich mal, okay, aber jetzt nicht top. So, das kann man, glaube ich, sagen. Und wie gesagt, was die Rückkamera betrifft, da müssen wir einfach hier mal die Testergebnisse abwarten, die dann wie immer als Text auf meiner Website mobiwatch.de erscheinen. Von daher müssen wir noch ein bisschen warten jetzt einfach. Ja, große Preisfrage jetzt also, ist das hier mit den Stereo-Frontlautsprechern der einzige Vorteil? Nein. Beide haben diesen Hybrid-Slot, das heißt, beide können im Zweifelsfall oder im Notfall auch Dual-SIM.
Bedeutet, man kann hier öffnen und hat dann die Wahl, ich lege das jetzt mal hier auf den Hintergrund, da kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen. Hier vorne, das ist der erste Slot, Nano-SIM, erste SIM. Und hier kann man dann hinten entweder eine zweite Nano-SIM aufrecht oder quer eine Micro-SD-Karte legen. Sieht hier genauso aus, das heißt, man hat die Qual der Wahl. Will ich den Speicher erweitern oder will ich Dual-SIM machen? Allerdings, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux jetzt hier beim, habe ich das richtig rum? Ja, beim Huawei. Warum will er dann da nicht reingehen? So, ist ein bisschen fummelig halt immer. Und man braucht immer diesen Stift. Aber auch das ist ja leider Gottes heutzutage üblich. Hier allerdings sind jetzt intern nur verbaut 16 GB. Davon bleiben netto 7,9. Sagen wir mal 8 GB übrig. Hier 32 GB macht netto 21 GB. 21 zu 8. Ich glaube, das ist ein klarer Vorteil. Beide, wie gesagt, mit demselben Slot ausgerüstet. Also ich kann es ja auch hier nochmal zeigen. Also das ist ja jetzt, kostet 20 Sekunden vielleicht, sieht identisch aus, identisches Prinzip. So, bitteschön, also Nachweis erbracht. Deswegen würde ich an eurer Stelle natürlich hier zum ZTE tendieren, auch wenn es, wie gesagt, ein bisschen teurer ist momentan noch, 40 € so ungefähr, aber auch das wird ja jetzt im Laufe der nächsten Wochen und Monate ein bisschen günstiger und dann liegen die wahrscheinlich dann vielleicht noch am Ende 10 € auseinander und dafür dann 32 statt 16 GB Speicher bzw. netto 21 statt 8. Das ist für mich ein klarer Vorteil. Zumal, wie gesagt, wir hoffen, 16 Megapixel statt 13, dass die Rückkamera vielleicht auch noch ein bisschen besser ist. Aber ob man es überhaupt kaufen will, muss man sich dann entscheiden. Bei diesen Akkulaufzeiten sollte man sich es halt gut überlegen. Ja, das soll es dann gewesen sein als Vergleich zwischen dem ZTE Axon 7 Mini und dem Huawei P9 Lite. Bitte seid doch abschließend noch so freundlich, dieses Video zu bewerten. Hinterlasst mir eure Meinung in den Kommentaren. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao.